Hallo, was machen Sachen? Ja, heute werde ich euch ein tolles Programm zeigen, mit dem ihr einen eigenen 3D-Charakter erstellen könnt. Ich habe euch ja schon einige Programme gezeigt, die ihr nutzen könnt, wenn ihr einen Charakter habt, aber ich habe euch ja gar nicht gezeigt, wie ihr einen erstellen könnt. Also freut euch schon mal alle, die halt wieder Ahnung von Blender, Maya etc. haben. Ihr kriegt auch ohne 3D-Erfahrung einen tollen Charakter hin. Das Programm, was ich euch zeigen werde, ist quasi ein sehr komplexer Charaktereditor. Aber wie gesagt, man braucht halt keine wirkliche Ahnung von 3D-Modellieren. Ja, minimal höchstens, aber das meiste sieht man halt durch das Programm selbst. Aber keine Angst, wir werden die Basics einfach mal durchgehen. Ich erzähle euch, was kann. In späteren Tutorials werde ich auch ein paar Sachen zeigen, die halt mehr advanced sind, wo man halt gerade die Freehand-Brushes für die Haare ausprobieren kann. Da kann man auch sehr, sehr tolle Sachen mitmachen. Seien es halt Tierohren, Schweife, Krawatten und sonstige Sachen kann man alles damit machen, aber so weit sind wir halt noch nicht. Wir gehen aber jetzt einfach mal ganz in Ruhe gemeinsam die Basis durch, damit ihr einfach Bescheid wisst und ich erzähle zu allen Sachen so ein bisschen was. Aber fangen wir doch einfach mal mit dem Programm an sich an. Wir wechseln mal kurz zum Desktop. So, das ist der Startbildschirm. Wie ihr seht, das Programm heißt Freeworld Studio. Momentan die Version 0.14. Gibt es über Steam oder über die Homepage. Es ist beide die gleiche Version. Ihr habt keine Nachteile oder Vorteile, wenn ihr zum Steam runterladet. Das ist halt euch überlassen. Beide Seiten sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ich sage, ihr dürft euch halt eure Favoriten aussuchen, entweder direkt über die Homepage oder halt direkt über Steam. So, momentan seht ihr hier, ist schon ganz schön viel. Also hier ist eine Reihe voller Charaktere und hier auch. Das erste, was ihr seht, ist wahrscheinlich ja, das hier in Englisch. Wir haben aber momentan nur die Auswahl zwischen Englisch und, ich nehme an, Japanisch. Ich nehme es jetzt einfach mal an, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit jetzt nicht so wirklich aus. Wir bleiben bei Englisch. Noch hier daneben seht ihr die Qualität. Habt ihr einen schwächeren Computer, bleibt bei Default. Habt ihr einen High-End-Computer, der halt richtig schöne Grafik hat, könnt ihr high gehen. Wenn ihr merken solltet, okay, beim Modellieren etc., der Computer hängt oder das stürzt ab oder so weiter, dann geht wieder zurück auf Default. So, aber was sind das hier für Modelle? Die habt ihr von Anfang an auch. Das hier erstmal nicht, das ignorieren wir mal kurz. Die Sample-Modelle sind halt die Beispielmodelle, die halt Freeworld selbst halt bereitstellt. Das sind einfach Modelle zum Ausprobieren, zum Testen. Einfach, wenn ihr halt mal kurz einen Charakter braucht, damit ihr irgendwas testet. Oder die könnt ihr auch nehmen und dann halt weiter bearbeiten, das ist erlaubt. Wenn ihr einen von diesen drei Charakteren nimmt, also Avatar Sample A, B oder C, müsst ihr halt angeben, dass die Basis von Freeworld ist, also dass Freeworld selbst die Basis gemacht hat. Bei den anderen ist egal, da dürft ihr halt die frei zur Verfügung, da müsst ihr nicht mal Credits geben. Die könnt ihr halt einfach so bearbeiten. Aber wir wollen ja als unseren eigenen Originalcharakter machen. Das ist halt mehr so Sachen, da kann man einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Dafür sind die eigentlich ganz lustig. Wir wollen ja einen eigenen Charakter. Hier kommen dann einfach mal die ganzen Modelle, die ihr auf eurem Computer habt. Hier haben wir Jasmin. Oder vielmehr ihre Basis. Jasmin ist ja eine Alraune. Und ja, ab hier hört es dann halt auf und wird Pflanze. Also habe ich Freeworld nur benutzt, um mir eine Basis für den Körper zu machen. Ist halt einfach für mich. Ich habe dann den Rest im Blender bearbeitet. So. So viel dazu. Wir brauchen ein neues Modell. Und dann können wir uns halt aussuchen, sind wir weiblich oder männlich? Oder haben wir einen weiblichen Körperbau oder einen männlichen Körperbau? Was uns mehr liegt? Ich muss halt dazu sagen, die weiblichen sind doch wirklich ausgereifter als die männlichen. Also es wird wesentlich mehr mit den weiblichen Modellen gearbeitet und verbessert wie mit den männlichen. Ist ein bisschen schade. Aber ist halt so. Ich wollte euch nur darauf hinweisen. Aber sie haben auch alles, was die anderen können. Es ist halt nicht so ausgereift. Es hakt hier da mal ein bisschen, gerade bei manchen Proportionen. Sieht seltsam aus, da müsst ihr ein bisschen halt drauf gucken. Hier gibt es aber auch ein paar Proportionen, die sehr seltsam wirken. Wir gehen einfach mal auf Frau oder Mädchen, weiblich. Ihr dürft es euch aussuchen. Es hat Brüste. So, das ist unser Charakter. Ja, aber als erstes, wie bewege ich überhaupt hier irgendwas? Ihr drückt auf euer Mausrad und schon könnt ihr den hier halt hin und her schieben, wo immer ihr den Charakter hinhaben wollt. Mit Rechtsklick könnt ihr rotieren. Könnt ihr auch nur gucken. Haha, wir haben geschummelt. Vielleicht muss ich das zensieren. Egal, ich lasse es drauf ankommen. Der Linksklick tut halt erstmal gar nichts. Und natürlich mit dem Mausrad scrollen, ran und wegzoomen. So. Das ist unser Charakter erstmal. Ich werde hier mal ein bisschen durcheinander vorgehen, weil so ein paar Sachen, die stören mich selbst beim Modellieren. Ich weiß nicht, ob sie euch stören. Das ist halt so Geschmackssache. Meistens gehe ich erstmal in den Generaleditor, also in generellen Editor. Ich mache mir diese hässlichen Linien weg. Ja, das sind ja hier diese Außenlinien.
Meistens finde ich sie persönlich hässlich. Es gibt ein paar Styles, da funktionieren sie gut, aber für die meisten finde ich sie jetzt nicht angepasst. Aber wie gesagt, das ist halt persönliche Präferenz. Das dürft ihr machen, wie ihr wollt. Ich will euch da nichts vorschreiben. Aber hier kriegt ihr sie weg oder dicker. Dann Rimlight. Es ist dieses Licht rundherum. Das finde ich gerade beim Modellieren halt auch sehr störend. Also kommt es weg. Es ist halt für alles getrennt. Haare und Körper sind hier getrennt. Und wie ihr seht, es lässt sich angenehmer anschauen. Ich bin auch kein großer Fan von dem Reverb Shading. Also mache ich das weg. Das auf minus 1 und das auf 1. Minus 1, 1. Ihr könnt das natürlich nutzen. Wie gesagt, ihr könnt hier alles anpassen, wie ihr das möchtet. Wie es halt für euren Geschmack gilt. Obwohl es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir tatsächlich ein bisschen Schatten haben, weil den Schatten können wir auch anpassen. Ich mache hier mal einen halbwegs stimmigen Schatten rein. Also einen krassen, harten Schatten mache ich rein, den sieht man einfach besser. Dann sieht man gleich, was ich meine. Weil Schatten können wir später auch bearbeiten, also die Farbe des Schattens. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan davon, aber ist eure Sache. Aber so ehrlich will ich sein und euch alles zeigen, auch wenn ich es halt persönlich selber nicht nutze. Ihr seht ja, wir haben hier einen schönen harten Schatten. Einfach, dass wir sehen, dass was passiert. So. So, neben Schatten haben wir halt noch die Augen. Erstmal nicht wichtig, weil da haben wir noch nichts getan. Es kann sein, wenn ihr halt die Augen größer, kleiner macht, dass sich die Pupillen verschieben, dass sie halt anfängt halt zu schielen oder so weiter. Das kann man dann hier ausgleichen. Brauchen wir momentan nicht, weil noch schielt sie nicht. Noch haben wir ja nichts getan. So. Dann haben wir noch einen Punkt Bones. Diese Bones hier gelten jetzt nur einmal für unsere Klamotten und einmal für den Körper, sprich bei ihr die Brüste. Das ist halt, was bewegt sich wie stark? Hier geht es einfach darum, wie steif oder wie weich sind die Bewegungen von den, ja, Klamotten oder halt den Brüsten. So, okay. So, jetzt haben wir bei dem Generaleditor erstmal soweit alles eingestellt. Ich möchte halt den Charakter ein bisschen besser sehen, sprich, ich möchte die Klamotten erstmal loswerden. Gehen wir einfach auf Glossing, also Klamotten. Normalerweise arbeite ich mit dem Nude-Model, also mit dem Base-Model. Da ist sie halt nackig. Ist jetzt im Video und so weiter ein bisschen schwierig und auf Twitch und YouTube generell, ich glaube, nicht so gern gesehen. Meistens versuche ich es zu vermeiden, wenn es geht. Oder halt so zu legen, dass es halt nicht so komplett offensichtlich ist. Ich drehe sie dann halt um oder so weiter, wenn ich Texturen mache. Dazu kommen wir auch noch später. Aber ja, ich will den Körper ja trotzdem irgendwie sehen, auch wenn jetzt erstmal mit Klamotten. Also heißt, ich wechsle erstmal ein paar Klamotten. Wir haben hier auf der Seite die Presets, also die Vorlagen. Hier müsst ihr aufpassen, je nachdem, was ihr nehmt. Socken und Unterwäsche ist aufgemalt. Das ist kein Mesh an sich, das ist einfach nur aufgemalt. Je nachdem, wenn ihr was anderes nehmt, kann es sein, dass halt die eine oder andere Sache weg ist. Ich möchte hier einfach mal die Socken behalten, so wie sie sind. Die finde ich ganz nice, also lasse ich so. Ich möchte jetzt aber erstmal die Schuhe loswerden. Dann gehe ich hier auf Schuhe und sage hier keine. None. None ist halt nichts, keine. Sind die Schuhe weg. Dann gehen wir bei Accessoires. Sie hat ja noch die Fliege, das ist tatsächlich hier ein Accessoire. Dann machen wir None. Was anderes haben wir nicht, die anderen Dinger sind alle leer. Da ist noch nichts drin. Eventuell wird da später irgendwann mal was kommen. Momentan ist es leer. So, zurück auf Closing. Hier die Weste, die Uniformweste ist halt doch sehr, ja, sehr verdeckend. Dann nehmen wir mal das Miniskirt. Das ist ein bisschen weniger. Ja, bei den Beinen können wir erst bei den Rock lassen. Alternativ hätten wir halt noch eine Hose. Das sehen wir halt die Beine trotzdem nicht so wirklich. Also bleiben wir erstmal beim Skirt. Das ist jetzt erstmal das Outfit, was ich so nehme, dass wir halt möglichst viel vom Körperbau sehen können, weil den wollen wir ja bearbeiten. Wenn der für euch nicht so wichtig ist, braucht ihr den ganzen Quatsch mit den Klamotten nicht machen. Ja, dann gehen wir auf mal Body, also Körper an sich. Ich arbeite halt immer so, erst mache ich halt den Körper, dann das Gesicht, dann Klamotten und dann erst Haare. Also es ist so mein Workflow, den ich für mich gemacht habe, den ich eigentlich ganz gut finde. So, wir sind jetzt auf dem Körper. Wir haben ja bei All. Haben einfach alles nach und nach sortiert. Könnt ihr machen. Wenn ihr das ein bisschen strukturierter haben wollt, könnt ihr einfach hier durchgehen. Wenn man den ganzen Körper, können wir sagen, okay, ich möchte sie klein haben. Oder wir wollen sie groß. Wenn wir ein bisschen größer
größer als normal. Ne. Wir machen sie aber mal ein bisschen größer. Gehen wir ins nächste. Selber Kopf. Wir haben den Körper jetzt ein bisschen größer gemacht. Dazu wirkt der Kopf doch proportional doch ein bisschen groß. Also mache ich ihn ein bisschen kleiner. Wenn ihr nicht wisst, was die Schieber tun, weil euch das Englisch nicht sagt, probiert es einfach aus. Ihr seht ja, was passiert. Hör mal, lieber Babykopf. Ich will jetzt halt auch nicht alle durchgehen, weil sitzt mir ewig lang da. So, ihr könnt einfach mal alles ausprobieren. Ich finde eh, es ist so eine Sache, die lernt man besser, wenn man halt sieht, was passiert, was passt. Und es macht auch nichts, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier was verändert, ich gehe nochmal zurück. Da sagt ja keiner was. So, das nächste sind die Brüste. Das Lustigste ist hier. Es gibt zwar einen Schieber, der sagt, okay, von 1 bis 0. Aber wir können einfach mal übertreiben und was weiß ich, 5 eingeben. Das ist quasi nur ein Vorschlag, wo es okay aussieht, weil wenn ihr größer macht, es geht zwar, aber wie ihr seht, es passiert Fehler, aber es ist möglich. Sagt ihr, okay, wenn ihr sagt, okay, ich hätte jetzt halt doch schon einen Ticken größer gerne, dann tippen wir halt was weiß ich sowas ein. Jetzt hat sie Doppel-D oder Doppel-F. Vom Polycount her sind die Modelle doch sehr, sehr gering. Was halt für uns schon ein Vorteil ist, es lässt sich gut mitarbeiten. Aber also aus manchen Winkeln sieht man es halt. Gerade hier, wenn man die Brüste sehr groß macht, dann fällt der Polycount doch auf, weil es halt eckig wird. So. Körper an sich bin ich jetzt erstmal zufrieden. Sieht auch eigentlich ganz okay aus. Dann gehen wir ins Gesicht. Ranzoomen. Ja, das Gesicht. So. Wir wollen ja auch genau sehen, was hier passiert. Ein Tipp, wenn ihr die Charaktere, die sehen doch halt verdammt jung aus. Wenn ihr das ganze Gesicht quasi, es sieht momentan echt bescheuert aus. Wenn ihr das ganze Gesicht einfach etwas höher packt. Ja. Dann sieht sie halt schon ein bisschen älter aus. Na, vielleicht mal noch ein bisschen. Mal von der Seite angucken. Ja. So, ich habe das alles jetzt ein bisschen höher gemacht. Und schon wirkt sie doch schon etwas älter. So, und schon haben wir unserem Charakter ein neues Gesicht gegeben. Sie sieht auch schon komplett anders aus wie am Anfang. Wenn wir schon beim Gesicht sind, sollten wir bei den Expressions vorbeigucken, also bei unseren Gesichtsausdrücken, bei unserer Mimik. Und sollten gucken, ob die mit unserem Gesicht funktionieren. Wenn nicht, müssen wir die ein bisschen bearbeiten. Neutral solltet ihr nicht bearbeiten, solltet ihr nichts verändern. Das nächste ist für Funny. Ich möchte nicht, dass sie so komplett hart grinst. Sie auch ein bisschen weiter offen. Irgendwo den Mund. Das finde ich für ihren Charakter nicht passend, also mache ich es anders. So. Bei Sauber sind mir die Augenbrauen doch ein bisschen zu weit unten. Sage ich, okay, die müssen ein bisschen höher. Also gehe ich hin, Airbrows oder Augenbrauen dann. So, dass sie halt nicht so in die Augen reinglitschen. Oh je, Angry hat halt irgendwie komplett Verlust. So. Ja, bei Joy macht sie die Augen. Seht ihr das? Ein bisschen zu weit zu. So. So ist es geschlossen. Und nicht halt überschlappen. Das ist mal so eine Feineinstellung. Ist mal ein bisschen
Surprised ist okay. Blitzel haben das gleiche Problem wie bei... Ja. So, bei Blitzel haben wir das gleiche Problem wie bei Joy. Haben wir die Augen wieder normal. Auch hier. A passt, I auch, U auch, E ist auch okay und O. Wenn wir das erste Mal speichern, müssen wir erstmal einen Namen geben. Wir nennen sie mal Vanessa. Speichern. Kurz warten, okay. Okay, unser Körperbau steht, Gesicht ist alles eingestellt. Gehen wir wieder zurück zu Klausi, weil das ist ja nicht ihr finales Outfit, was sie haben sollen. Das ist jetzt einfach nur so, dass wir halt sie besser sehen. Wir gehen hier Klausi. Wir haben einmal Top, also für ja, Tops, für oben. Und Bottom für unten, also halt einmal hier Oberteile und einmal hier Hosen und Röcke. So, ihr könnt euch ja ein bisschen durchklicken, was euch gefällt, aber keine Angst. Das ist halt nicht alles fest. Wir können durch Texturen halt sehr, sehr viel noch verändern. Das zeige ich euch gleich. Okay, ich habe mich jetzt erstmal für dieses Modell entschieden. Das Dress Pencil Skirt. Jetzt noch nicht das, was ich mir für den Charakter final vorgestellt habe. Ist halt noch ziemlich sehr weiß und halt, ja, nicht so das, was ich möchte. Aber wir können mitarbeiten, wir können mit Texturen halt noch sehr viel reißen und das werden wir gleich machen. Erst müssen wir halt nochmal die Vorlage halt, ja, fertig machen. Sprich, wir spielen wieder mit den Schiebern und gucken, was uns halt so gefällt. Ich sage ja, das ein bisschen, das weg. Was macht das? Ja, das sieht komisch aus. So, okay. Soll für die Vorführung reichen. So. Wie gesagt, ist halt doch sehr ziemlich langweilig und sehr weiß und irgendwie, ja, nicht das, was ich möchte. Aber wir können das alles ändern. Wir gehen in Texturen. So, ich packe mich mal kurz hier hin, dass ich nicht ganz so störe. Ist jetzt ein bisschen komisch anzusehen, weil ihr mich von hinten seht. Aber soll es fürs Erste tun. So, wir haben halt einmal unseren Charakter und einmal die ausgeklappte Textur, also einmal das Kleid hier als 2D-Bild, auf dem wir halt arbeiten können, indem wir es mal halt bemalen können. Dazu haben wir hier, wie ihr es wahrscheinlich aus einem Grafikprogramm schon kennt, verschiedene Layer. Einmal die Guides, einfach dieses Raster, das uns vorgibt, wo was ist. Das sind halt die einzelnen Polygone, die angezeigt werden. Und dann leeren Layer. Und halt das Default Image, also das, was ihr hier seht. Ihr könnt das auf mehrere Arten und Weise bearbeiten. Wir gehen jetzt einfach mal direkt auf den Layer. Der ist leer. Und nehmen uns jetzt einfach beispielshalber mal, ja, hier nehmen wir so, wir nehmen mal rosa, warum auch nicht. Da können wir drauf zeichnen. Und wenn ihr seht, wir haben hier was gemacht. Das haben wir auch hier schon auf unserem Charakter drauf. Andersrum das Gleiche. Wir haben auch verschiedene Pinsel. Und hier halt verschiedene Breiten. Okay, hier brauchen wir einen dicken Pinsel für, ja, so Tusche nenne ich es jetzt mal. Hier haben wir so ein Softbrush, wie man es halt aus Photoshop kennt, und so einen schrägen. Damit kann man halt schon viel reißen. Auch die Opacity lässt sich hier anpassen, aber wenn wir runtergehen, ist halt der Strich nicht so deckend und so weiter. Ja, das ist halt so Basic Stuff. Was ich auch cool finde, hier unten haben wir Layer Styles oder Layer Properties. Ihr könnt auch verschiedene Effekte festlegen, so Darken, keine Ahnung, Multiply, Linear Burn. Wobei der Multiply halt meistens sehr praktisch ist, da kann man halt einfach sagen, okay, ich ändere jetzt erstmal die Farbe. Ich mache das jetzt halt erstmal alles pink. Machen wir das einfach mal. Hier oben haben wir den Mirror, sprich, ja, was ihr links tut, passiert auch rechts. Geht ein bisschen auf die Performance, aber ihr arbeitet doch schon ein bisschen schneller. Einfach was links passiert, passiert auch rechts. Das ganze Modell ist halt ja, gemirrored. Also es ist halt links wie rechts gleich. So, und schon ist unser Kleid pink. So kann man halt schon einfache Sachen machen. Okay, kann man sagen, okay, ich mache das pink, dann ich mache halt hier die Ärmel ein bisschen dunkler. Und übertreibe halt nicht komplett. Da hier die Ärmel ein bisschen dunkler. Man kann einfach direkt drauf malen.
für den Anfang immer ganz gut, gerade wenn man sich halt einfach eine Vorlage machen möchte, was man tun möchte, kann man halt einfach die Layer machen. Wir können das halt auf die nächste Stufe bringen, indem wir sagen, okay, alles schön und gut, aber noch nicht so das Wahre. Ich möchte ja noch, was weiß ich, ein Bild einfügen oder irgendwas anderes mit dem machen. Was ich jetzt halt so nicht direkt hinkriege oder auf jeden Fall nicht so einfach hinkriege. Können wir sagen, okay, wir lassen den ganzen Quatsch, machen einmal Delete, gehen hin, in das Default Image, sagen Duplicate, also duplizieren, toggeln die Visibility aus und sagen, okay, ich möchte das genau so haben, das können wir exportieren. Wenn wir sagen, okay, ich möchte ein paar Sachen wegradieren, machen wir das erst, dann sehen wir es halt besser. Okay, ich möchte halt diese Schleife nicht haben, die stört mich, die will ich da nicht haben, weg damit. Ist sie weg. Einfach ausradiert. Ja, noch ein paar Reste. Wir haben nicht sauber gearbeitet. Hier wird gepfuscht. Den Kragen hier finde ich jetzt halt nicht so geil. Den will ich weghaben. Kann ich noch mal wegradieren? Ist doch okay. So schön, so gut. Ich hätte halt gern mehr Ausschnitt. Ich packe das hier mal auf Word, weil ich jetzt an dem 3D-Modell arbeite. Sprich, arbeitet ihr an dem Modell, packt das auf Word. Das passt sich hier viel besser an mit eurem Pinsel. Arbeitet ihr hier, setzt das halt wieder auf UVs zurück. Wir gehen in Word oder World und sagen, okay, ich hätte hier meinen Ausschnitt. Mal gucken. Okay, ein bisschen viel Ausschnitt vielleicht. Gehen wir mal bis hier. Oder machen schulterfrei. Warum auch nicht? So könnt ihr aber ausprobieren, was euch gefällt. Jetzt haben wir es schulterfrei. Wir haben grob festgelegt, wo was hin soll. Ihr müsst jetzt hier nicht 100% sauber arbeiten. Das machen wir gleich. Wir legen hier auch wieder erstmal die grobe Basis fest. Wenn ihr noch halt andere Fixpunkte festlegen wollt, malt die drauf. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte hier dann abschneiden und halt eine andere Textur drüber legen, dass ich mir markiere, okay, bis hierhin soll es gehen. Ich aber weiß, wohin. Dann sage ich, okay, soweit will ich das haben. Das hier soll ich noch austauschen, das will ich noch ändern. Sagen, das ist jetzt meine Vorlage, die will ich jetzt zum Beispiel in Photoshop oder Krita oder sonst was bearbeiten. Gehe ich hin, Export und dann speichere ich mir das irgendwo sinnvoll ab. Meinetwegen bei Bilder. Machen wir mal Klamotten. So, okay. Jetzt habe ich das in Photoshop und jetzt kann ich das einfach wie jedes andere Bild in Photoshop bearbeiten. Also wie ihr es gewohnt seid. So, okay. Ich habe die Textur fertig. Ich habe hier jetzt erstmal was ganz Simples gemacht. Dieses Karo-Muster ist halt Transparenz. Nicht, dass sich einer wundert, der es nicht kennt. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, was ganz Simples gemacht. Ich habe einfach nur ein Netz gegen ein bisschen was ausgetauscht. Wir werden gleich sehen, was es ist. Wichtig ist, wir haben ja die Transparenz drin. Wir müssen es als PNG rausspeichern. Wenn wir es als JPEG rausspeichern, ist alles das, was transparent ist, weiß. Und es ist ja nicht das, was wir wollen. Dann müssen wir es ja nochmal ausschneiden. Dann wollen wir es auch mal ausprobieren und gucken, wie es aussieht. Ich gehe in unser Default Image. Das wollen wir überschreiben. Hier würde Import stehen, wenn mein Kopf nicht im Weg wäre. Machen wir es mal so. Import. Und zack. Hat was anderes an. Ja, wie ihr seht, das Mesh ist nicht komplett stretchfrei. Es gibt halt hier und da ein paar Stretches, wie jetzt halt hier vorne und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man halt nach und nach ein bisschen ausbessern, aber es sind jetzt halt nichts mordsmäßig Schlimmes. Ich habe, wie gesagt, was anderes gegeben. Hier und da scheint halt, ihr BH durch, was jetzt halt ein bisschen unpraktisch ist. Es liegt halt an den zu großen Brüsten. Da gibt es auch einfach einen Trick. Alles, was so ein bisschen durchglitscht, können wir einfach so dreist sein und auch hingehen. Wir gehen in die Textur und sagen beim Default Image, wir duplikaten das, machen das Original Visibility weg und hier sagen wir, okay, das guckt durch, das wird wegreduziert. Quasi haben wir jetzt hier einfach hier ein Stück
Brust wegradiert. Ich mache es mal ein bisschen größer. Sicher, sicher. Alles, was so durchscheinen könnte, wird einfach weggeschnitten. Wir sehen, die haben auch irgendwie einen klitzekleinen Fehler. Gut, dass wir einfach das Modell mal ein bisschen drehen. Gehen wir wieder hier in die Textur. Und da hat sich hier ein kleiner, da hat sich hier ein kleiner Fehler eingeschnitten. Ein bisschen aufpassen. Na. Bisschen näher ran. So, jetzt ist er weg. Ja, deswegen dreht man immer das Modell hin und her, dass man sieht, dass irgendwo kleinere Fehler halt doch noch sind. Es ist halt auch immer schwierig, da die Textur halt nicht 100% gerade ist oder halt stretchfrei. Gibt es halt hier und da ein paar Stellen. Da ist es halt echt doof, aber naja, was soll's. Man muss halt ein bisschen Zeit rein investieren, bis man es so hat, wie man es möchte. Bleibt nicht aus. So, haben wir es doch mit Dings weggeschnitten. So. Gesagt, ja. An für sich so ein bisschen stretchy gibt es auch. Und hier seht ihr auch, ich habe nicht sauber gearbeitet. Also wenn man sich dafür Zeit nimmt, sieht es halt auch ordentlicher aus. Fehlen hier noch Schuhe, geben wir noch ein paar Schuhe und dann gehen wir an die Haare. Gehen wir wieder zurück auf Design. Dann müssen wir auf Schuhe wechseln. Jetzt bin ich halt doch im Weg. Da Schuhe. Ja, hier gibt es halt auch wieder ein paar Modelle, diese ja, Standardschuhe. Bei manchen Schuhen kann es sein, zum Beispiel diese hier, da schauen die Füßchen jetzt durch. Liegt daran, dass wir halt flach, also die Socken flach ausgewählt haben. Wenn wir jetzt Socken angewinkelt auswählen oder angled, passt das da rein. Und dann suchen wir uns auch wieder das Passende aus. So, nehmen wir doch hier so ein paar, ja, ich hätte gern zwar High Heels, aber das ist jetzt das halt Nächste ran. Mal ein bisschen höher. Ein bisschen. Ja, vielleicht zu pinnig. So. Auch hier haben wir dann wieder die Textur. Hier mache ich es mir halt einfach, indem ich sage: Okay, ich drücke Alt, dann habe ich die Pipette. Ich klaue mir hier irgendwo die Grundfarbe. Und sage: Wieso bin ich nicht in den Schuhen drin? Texturen. Ach, da sind sie, okay. Und sage, ja, hier Schuhe, schön. Hier nutze ich einfach nur den Layer, ich werde halt hier nur die Farbe ändern. Gehe auf Multiply. Sage, okay, der Schuh ist mir an für sich jetzt doch zu dunkel geraten. Ich mache die Opacity ein bisschen runter, so ein bisschen heller, so schöner Schuh. So, was wir die letzte Zeit ein bisschen ignoriert haben, kommen jetzt zu sprechen. Shader Color. Können wir sagen, okay, unser Schatten hat eine Farbe. Und sagen, okay, wir machen überall rosa Tint rein, einen roten Tint rein. Ich kopiere mir die einfach mal. Steuern C. Pack das auch hier rein. Steuern V. Und habe halt hier einen anderen Shader. Also andere Shaderfarbe. Wie gesagt, man kann das halt auch komplett übertreiben. Gehen wir mal in den Body. Da sieht man es ganz gut, glaube ich. Gehen wir da auf Texturen. Auch hier kann man halt Texturen anpassen. Wir haben es ja schon gesehen. Wir können halt unseren Körper ein bisschen ja, weggradieren. Wir können auch was hinmalen. Sagen wir, okay, wenn wir jetzt hier halt, ja, pink, kann man ganz krass was machen. Aber vielleicht so ein bisschen. So. So könnte man halt auch einen Shader anpassen. Die Farbe hier müssen wir uns merken. Bei so ein paar Sachen sollte man aufpassen, dass man halt überall halbwegs das Gleiche nimmt. Jetzt halt, wenn man jetzt beim Körper, beim Shader was ändert, sollten wir dem auch im Gesicht ändern, sonst sieht das doch ein bisschen komisch aus.
Gehen wir hier auch in die Textur. Also, hier haben wir auch jede Menge. Hier könnt ihr unter anderem halt die Wimpern und alles anpassen, auch die Augen. Wir wollen aber in den Skin. Und hier packen wir auch den gleichen Shader rein. Wie gesagt, ihr könnt eigentlich alles, wo Farbe drauf ist, anpassen. Es ist vollkommen euch überlassen, was ihr machen wollt. Wir machen jetzt einfach nochmal als Beispiel die Augen. Ist immer eine schöne Sache. Nochmal Toggle Visibility aus. Und importieren in den leeren Layer ein paar Augen. Ich habe da noch irgendwo welche. Da machen wir rote Augen. Zack. Ja, und so kann man halt wirklich alles anpassen, wie gesagt. Ja, für Wimpern, Eyeliner und so weiter machen wir erstmal was anderes. Wobei beim Eyeliner, also das hintere, da gefällt mir das Rot ganz gut. Das gefällt mir bei den Wimpern nicht. Sage ich, okay, die Wimpern sollte ich bitte schwarz. Shader auch schwarz. Eyeliner lasse ich so. Und dann gehen wir nochmal in die Brauen. Da sage ich, okay, ich lasse erstmal den blauen Shader, je nachdem, was ich jetzt für die Haare nehme, machen wir es anders. Aber ich will, dass du dunkle Brauen hast. Ich möchte, dass sie dunkle Haare kriegt, also sollten wir die Brauen anpassen. Ja, soweit erstmal zur Textur. Kommen wir jetzt zur Haare. Es ist das Komplizierteste unter allen. Wir haben zwei verschiedene Arten, Haare herzustellen. Einmal eine Procedural Group, also eine prozentuale Gruppe. Oder Freehand Group, also eine Freihandgruppe. Die prozentuale Gruppe wird halt durch Parameter und Werte durchgesetzt. Und die Freihandgruppe ist halt, die zeichnen wir. Wir fangen hiermit an. Die ist erstmal die einfachste. Und auch sehr praktisch, wenn man halt große Teile schnell machen möchte. Gerade halt bei langen Haaren hinten bietet es sich an. Sagen wir es so, die prozentuale Gruppe eignet sich immer dann gut, wenn man halt viele Haare, die gleichmäßig sind, erstellen möchte. Wie zum Beispiel jetzt halt lange Haare, die halt hinten so ein bisschen ja, V- oder U-förmig abgestuft sind. So, dann machen wir doch mal prozentuale Gruppe. Wir kriegen jetzt erstmal hier so eine schicke Emo-Frisur. Das erste, was ich mache, ich gehe nach oben. Und ja, guck erstmal, wohin mit den Haaren. Dazu scroll ich etwas runter. Dann ist hier die Position und der Intervall erstmal wichtig. Wir legen erstmal fest, wohin die Haare. Ich lege erstmal fest, von wo bis wo. Es bietet sich hierbei immer an, dass man sagt, okay, ich gehe von hinterm Ohr bis hinters Ohr. Das ist für mich jetzt so ein guter Richtwert. So haben wir halt die Schulter hier drinnen. Wir haben jetzt ein Problem, da wir jetzt hier selber nichts großartig festlegen, müssen wir gucken, dass wir nichts durch die Schulter durchglitschen. Ihr werdet gleich wahrscheinlich besser sehen, wie ich meine. Wir wollen lange Haare, also mache ich die Height ein bisschen länger. So haben wir mehr so grüne Punkte, an denen wir einfach festlegen können, ja, wohin jetzt des Weges mit den Haaren. Dann können wir jetzt erstmal die grobe Form festlegen. Sagen, okay, doch ein bisschen länger. Ich will hier so ein bisschen Schwung drin haben. Und hier haben wir wieder das Problem, ja, wir hängen in der Schulter fest. Ist für uns jetzt unpraktisch. Wollen wir vermeiden. Wir haben aber jetzt das Problem, dass diese Dots hier in der Mitte nur nach rechts und links gehen, aber nicht nach hinten. Ja, und man macht sie einfach, wenn man Mirror an hat. So. Ich will, dass das hier so ein bisschen geschwungen ist. So. Hier haben wir halt den Fall, wir hängen in der Schulter drin. Müssen wir gleich bearbeiten. Ist aber noch in der Position okay. So. Jetzt sind mir persönlich die Haarsträhnen zu dick. So, ihr müsst ein bisschen aufpassen, ihr könnt die Haare auch einzeln noch mal ein bisschen bearbeiten. Wenn ihr alle gleichzeitig bearbeiten wollt, müsst ihr gucken, dass ihr hier drauf seid. Wenn alles gelb leuchtet, ist alles okay. So, wir machen sie erstmal ein bisschen dünner. Aber dafür mehr Volumen. Momentan hat sie ja noch sehr viele Lücken in den Haaren, weil die sechs Strähnchen, die sie hat, das bringt jetzt auch nicht wirklich.
machen wir das Meer und sagen Hair Count. Gehen wir mal hoch, mal gucken. Ja, 20 bietet sich bei ihr tatsächlich an. Aber ich sagen würde, ich gehe vielleicht noch ein bisschen runter. Und ich möchte, dass das nicht gerade abgeschnitten ist. Ich möchte, dass das wirklich so U- bzw. V-förmig wird. So, also müssen wir hier ein bisschen runtergehen. Und das, was ich suche, ist Arch of Hair Ends. Das macht nämlich solche Sachen. Da gehe ich jetzt etwas höher. Und schon haben wir auch schon fast das Problem mit der Schulter gelöst. Wir können hier noch ein bisschen gucken, ob wir die irgendwie weggedreht kriegen. Ja, hier diese Hair Cascade hat es geschafft. So, dann hätten wir schon mal eine gute Basis für hinten. Okay, ich würde sagen, vielleicht sollten wir unseren Punkt hier doch noch ein bisschen nach vorne ziehen. Weil der hinkt mir doch zu weit hinten, also wieder drauf. Dann brauche ich Center Z und ziehe es nach vorne. Und X bewegt es halt seitlich. Man muss immer ein bisschen hin und her machen, bis es funktioniert. So. Okay. Es ist soweit erstmal aus den Schultern draußen. Wie gesagt, es ist halt immer wichtig, dass das Zeug möglichst dicht im Körper hängt. Da haben wir nur Ärger mit. So. Hintere Haare haben wir so erstmal gemacht. Jetzt wollen wir das Pony machen. Das machen wir jetzt nicht über so eine Präzentuale, das zeichnen wir auf. Ich klappe das mal hoch. Mach Add Freehand Group. Kriegen wir wieder das gleiche Gebilde. Gucken, ja, das Gesicht ist da so Pi mal Daumen drin. Dann gehen wir auf unseren Brush und zeichnen erstmal an, wo soll was hingehen. Es lohnt sich immer, wenn man halt sagt, okay, ich mache hier so ein paar kurze Strähnen, ungefähr wo ich hin will. Und male jetzt einfach erstmal ein bisschen was hin. Und hier soll es dann runter. Dann gehen wir in die Control Points. Seit wenn ihr zu lange Striche zieht, habt ihr zu viele Control Points und dann wird das sehr schnell sehr unübersichtlich. Man kann es nachher noch mal ein bisschen fixen. Jetzt müssen wir halt gucken, wo fallen die Haare. Also ich will das alles hier so seitlich reinmachen und dann lasse ich noch ein paar Haare hier nach hier vorne drüber. So, also packe ich das erstmal nach hier hinten. Und es ist auch nicht schlimm, wenn jetzt am Anfang Lücken sind. Wir machen jetzt erstmal von grob nach fein. Wir machen so grob die Form, wo es hin soll. Und dann gehen wir später noch mit kleineren Härchen drüber. Also immer erst grob die Richtung vorgeben und dann halt mit feinen Härchen nochmal nach. Generell ist es immer eine gute Regel, von grob nach fein zu arbeiten. Ich mache das hier alles nochmal ein bisschen näher ran. Ich mache das jetzt mit Absicht nicht gemirrored. Ich will das hier ein bisschen... Nein, nicht hier. Hier. So. So, jetzt habe ich so grob ungefähr die Haare, wo ich sie haben möchte. Nur, ja, passt das noch nicht so ganz mit dem Volumen. Sagen, das hier muss etwas runter. Das ist immer ein bisschen Getriene, wie was wo passt. Okay, die sind doch ein bisschen ja, voluminös. Müssen wir vielleicht mal runtergehen. Um das auch ganz ein bisschen peppiger zu gestalten, gehe ich dann immer noch hin, wenn ich so grob fertig bin. Und gehe nochmal mit ganz feinen Härchen. Nachdem wir zufrieden mit unserer Frisur sind, soll natürlich eine andere Textur drauf. Gehen wir unter Texturen. An für sich haben wir hier schon eine Standardtextur drauf. Ich würde tatsächlich empfehlen, die halt nicht zu nehmen. Ich zeige euch, wie ihr jetzt eine sehr simple machen könnt. Geht auch mit der Default Image. Export, einfach nur, dass man die passende Größe hat. Haare. Hara, ich kann nicht mehr schreiben. So, wir haben unsere Größe, machen einen neuen Layer, suchen unsere Grundfarbe aus. Ich möchte, dass sie halt dunklere bekommt. Die Grundfarbe darf ruhig ein bisschen heller sein. Wir machen halt gleich noch Strähnchen rein, die wirken dann ein bisschen dunkler. Also ich persönlich arbeite von hell auf dunkel. Wenn ihr das andersherum machen möchtet, ist euch überlassen. Geht natürlich auch.
So, dann gehe ich ein bisschen ins Dunklere. Neuer Layer. Nehme hier so einen soften Brush. Hat ein bisschen Opacity raus. Mach den mir ein bisschen größer. Ah, noch ein Stückchen größer. Okay, so ist gut. Hier unten ein bisschen und oben mehr. Dass man einfach so eine Varianz hat. Manchmal lasse ich es unten auch hell. Kann man dann immer ein bisschen abschätzen. Deswegen mache ich das alles auf Layer, da kann man es immer wieder ändern. So. Dann gehe ich hin. In Photoshop gibt es hier so ein lustiges Tool. Ein Polygonlasso. Damit kann man gerade Linien ziehen. Ich gehe dann einfach hier so ein Zickzack durch. Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi. Muss nicht ordentlich sein, muss nur irgendwie Zickzack sein. Ihr könnt dann ausprobieren, ob ihr halt Sachen näher aneinander macht, weiter weg auseinander. Dann nehme ich auch wieder einen Grauton. Pack den bei Farben meistens auf, ja, Color Burn, Linear Burn, sowas in die Richtung. Macht halt bei Grau wenig Sinn, weil Grau auf Grau ist immer noch Grau. Mach den halt ein bisschen dunkler. Mal ein bisschen viel dunkler. Obwohl, vielleicht sollte ich generell mein Bild dunkler machen. Lass mal raus. Dann mache ich das hier auch auf Multiply. Das war vielleicht doch ein bisschen zu dunkel. So, okay. Dann gehe ich auf den Layer. Bei Photoshop ist es unter Filter. Da gibt es einen Blur. Der nennt sich Motion Blur. Den wähle ich an. Und er funktioniert nicht. Wieso funktioniert er nicht? Blur, Motion Blur. So, in Photoshop geht ein neues Fenster auf und er macht genau dieses. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber ich stelle den immer auf 90 Grad, also direkt von oben nach unten. Dann steht hier dieser tolle Wischeffekt. Ihr könnt dann halt auch direkt gucken, ja, wie stark soll der sein? Sucht euch was Schönes aus. Ich nehme das mal so, sage okay. Hier gibt es eine Stelle, die gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Ich gucke aber mal einfach, wie es aussieht. So. Nachdem ich den Motion Blur gemacht habe, mache ich den ersten Test auf und gucke einfach mal, wie es aussieht. Und dann machen wir das mal den leeren Layer. Haare. Öffnen. Ja, wir haben diese türkisen Highlights drin. Machst du mal ein bisschen. Ja. Wenn wir sie mal ganz rausmachen. Haben wir doch eine schön angenehme Textur. Ich mache einfach mal einen Shader raus. Ist doch gar nicht so schlecht. Auf diese Art und Weise könnt ihr halt relativ schnell euch schöne Haare machen. Wobei ich muss sagen, das ist mir doch zu viel Zeugs hier. Gerade hier bei den dünnen sieht das nicht so schön aus. Bei den großen hier klappt's. Dann gehen wir doch einfach mal wieder ins Design. Nehme hier die Freehand. Nee. Nehme erstmal die Prozentuale, geht schneller. Und probiere mal mich ein bisschen rum. Einfach hier die Width ein bisschen ändern. So sieht es doch eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Hier war es okay. Hier lasse ich das so. Naja, bei dieser Freehand Coupe. Der sieht eigentlich auch okay aus. Es waren halt nur die Prozentuale, wo es ein bisschen komisch aussah, weil die Haare wahrscheinlich ein bisschen dünner waren. Wobei bei der Freehand Coupe gehe ich auch nochmal drüber. Da nehme ich mir eine. Ja, sieht doch ganz nett aus. Können wir gucken. Nehme die Highlights wieder mit rein. Ja doch, so ein bisschen nehmen wir sie mit rein. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt hier keine Highlights haben. Dass ihr sagt, okay,
Ich gehe nochmal ins Design. Gehe erstmal auf Random irgendeine. Dupliziere mir das und sag hier Highlight keine. Dann wählt ihr aus. Ihr möchtet hier mit Highlights. Hier nicht. Habe ich auch wieder die mit Highlights. So könnt ihr auch trennen. Da könnt ihr auch theoretisch sagen, okay, ich will hier eine andere Farbe drin haben. Machen wir zum Beispiel Strähnchen rein. Wenn wir sagen, okay, ich möchte da jetzt Rot drin haben. Mache ich meine Grundfarbe mal Rot. Nimm das so, wie es ist. Vielleicht ein bisschen dunkleres Rot. Nee. So, das Rot. Gehe auf meine Textur. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich die richtige erwische. Wenn wir mal Farbe ändern. Bringt bei Schwarz halt nichts. Okay, ich ändere hier einfach die Textur. Das müsste die letzte sein. Das müsste eigentlich die dritte sein. Ich sage, okay, ich importiere. Ich nehme mir hier das Rot. Öffnen. Zack. Schon hat sie rote Strähnchen. Hat auch ganz gut funktioniert. Dann sage ich, okay, ich möchte, dass das hier auch noch rot ist. Zack. Und die hier soll auch noch rot sein. So. So könnt ihr schöne Strähnchen machen. Das könnt ihr mit allen Farben querbeet durchmachen. Funktioniert wunderbar. So, jetzt müssen wir noch eine Sache ändern. Wie ihr seht, wir haben die Basis geändert. Jetzt ist hinten das. Hat sich auch verändert. Da können wir jetzt keine Textur drauf machen. Ist ein bisschen doof, ist ein bisschen unpraktisch. Den müssen wir auch nochmal duplizieren. Nehmen wir den. Hier müssen wir dann halt die Base Color und die Shader Color ändern, damit beides geändert ist. So, und schon haben wir die Haare auch weg. Ihr müsst halt immer der Haarfarbe anpassen. An für sich könnten wir das Modell jetzt so, wie es ist, raus importieren. Aber wir wollen ja vielleicht, dass sich die Haare auch bewegen. Momentan sind sie steif, momentan tun sie nichts. Das können wir ändern, indem wir halt auf Bones gehen und hier Bones einfügen. Sprich, alles, was Bones hat, bewegt sich. Ich mache das hier erstmal sehr rudimentär und simpel. Wenn ihr mehr Bones habt, bewegt sich alles natürlich ein bisschen schöner. Ihr müsst halt auch gucken, dass es sich sinnvoll bewegt. Also so Gruppen wie das hier könnte man zusammenpacken. Sachen Create Bone Group. Gucken, okay, hier ist der Bone. Ich mache hier mal, es soll sich schöner bewegen. Machen wir mal, ja, 5 Stück ist okay. Ihr seht hier, das geht ja so gar nicht entlang. Das ist sehr unpraktisch. Also diese Bones sollten schon eine Strähne irgendwo entlang gehen. Können wir ändern. Wir suchen uns eine, die halbwegs mittig ist. Nehmen jetzt diese hier und sagen, Set Hair Group to Axis. Also setze die Haargruppe an diese Achse. Zack. Und schon folgt das hier. Dann können wir halt verschiedene Sachen feststellen. Hier haben wir gesagt, halt den Bone Count. Wie viele haben wir hier? Je nachdem, wie viele es habt, bewegt sich halt smoother. Umso mehr ihr habt, umso aufwendiger ist es halt natürlich zu rendern. Man muss halt immer so einen guten Mittelpunkt finden. So. Der Fixpoint ist hier das, wo es anfängt, sich zu bewegen. Also quasi sagt ihr, hier ist es festgemacht, das hier bewegt sich nicht, hier fängt es an, sich zu bewegen. Müsst ihr halt gucken, ich bin jetzt persönlich kein großer Fan, wenn man sagt, okay, es fängt halt hier schon an, sich zu bewegen. So funktionieren Haare nicht. Die fangen ja immer an einem gewissen Punkt an, je nachdem, wo sie am Kopf fest sind, sich zu bewegen. Wobei, ich glaube, 5 war doch ein bisschen übertrieben. Machen wir 4. So, ich gucke jetzt hier so seitlich. Ab hier bewegt sich's. Einfach, weil ich auch will, dass das hier trotzdem verdeckt bleibt. Man muss auch ein bisschen manchmal so zweckmäßig arbeiten. Es ist relativ steif, sprich, es bewegt sich nicht so viel. Gravitation ist keine drinne. Macht hier vorne jetzt weniger Sinn. Macht mehr Sinn gleich hier hinten. Sprich, wenn wir uns halt nach links oder rechts bewegen, dass halt die Haare mitgehen. Beim Gesicht finde ich es meistens ein bisschen störend. Das kämpft meistens mit der Collision so ein bisschen. Und der Hit-Radius ist halt einfach wie, wann guckt es nach der Collision? Ist auch mehr so ein Erfahrungswert. Also 1 ist eigentlich immer meistens ganz gut fürs Gesicht. Man hat halt eine große Collision und an den Schultern mehrere kleine. Es ist halt immer meistens ein Abschätzen. Es sind auch Erfahrungswerte. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, hat man so grob drinne, was tut. Also müsst einfach ein bisschen ausprobieren. Sagt, das packe ich noch in eine Gruppe. Mach hier das gleiche wieder. Du bist mittig. Pack das auch auf diese Höhe.
Und sag hier auch so ungefähr 8 oder so. Wir können auch immer ein bisschen vergleichen, dass ihr so ungefähr die gleichen Werte habt. Aber wo ist der Fixpunkt? Wie steif ist es, dass ihr halt immer guckt, dass halt Sachen, die sich so grob gegenüber sind, die gleich, also die ähnlich sind von der Position und halt von der Menge her, dass sie so ungefähr gleiche Werte haben, sonst wirkt es komisch. Nachdem wir alles eingeteilt haben, sieht das schon mal erstmal ganz lustig aus. Aber so wissen wir ja noch gar nicht, funktioniert das eigentlich, was wir jetzt hier eingestellt haben. Wir müssen das ja irgendwie testen. Kein Problem. Wir gehen auf Kamera Exporter. Also Kamera slash Exporter. Und gehen hier auf. Nein, wir gehen mal ein bisschen weiter zurück. Posen und Animation. Meistens probiere ich erstmal die Walking Pose. Wo haben sie denn? Hier, da. Einmal beim Laufen. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Und Running. Haare an für sich sehen schon mal ganz gut aus. Sie bewegen sich. Es glitscht nix. Großartig irgendwo durch. Was halt auffällt jetzt beim Rennen. Unsere Ärmel glitschen durch, die könnte man, wenn es euch stört, halt einmal wegradieren, wie wir es halt bei der Brust getan haben. Ich werde das jetzt nicht tun. Ich lasse es erstmal so. Und sage, ja, sie funktioniert ganz gut. Ich möchte sie jetzt so raus exportieren. Ich werde dazu aber halt erstmal, weil ich ihn absolut nicht leiden kann, den Schatten los. Sagt, ihr könnt den behalten, wie ihr das möchtet. Ich mag es halt absolut nicht. Ich finde den nicht schön, den Reward-Schatten. Sag okay. So. So möchte ich das Modell in meinem Programm haben. So exportiere ich es heraus. Gehen wir wieder hier. Und gehen auf Export. Sie kriegt eine T-Pose. Beim Export haben wir noch verschiedene Sachen, die man halt reduzieren können. Müssen wir für unsere Zwecke jetzt erstmal nicht machen. Macht Sinn, wenn euer Computer jetzt nicht so leistungsstark ist oder wenn ihr das Modell irgendwo anders dann noch exportiert oder wenn ihr das Modell nochmal irgendwo anders importieren möchtet, wie halt zum Beispiel wie AirChat oder so. Macht das Sinn, wenn wir das ein bisschen reduzieren? Müssen tun wir es halt fürs Nutzen in VC-Face oder WUP oder so weiter, müssen wir nicht. Es funktioniert auch so wunderbar. Dann drücken wir einfach nur auf Export. Es tut sich etwas auf. Ja, einige Sachen müssen wir ausfüllen, wie den Namen unseres Modells. Vanessa. Den Autor, also wer hat es erstellt. Wer möchte, kann eine Kontaktinformation da lassen. Eine Referenz. Eine Version. Machen wir 1.5. Eine Version machen wir 0,5. Ich will sie ja noch weiter bearbeiten. Dann könnt ihr aussuchen, okay. Wer darf sie nutzen? Nur der Autor, also nur der Ersteller, die mit einer Lizenz, also die halt was Bestimmtes gemacht haben, dass sie es kriegen, zum Beispiel Patreons oder halt Leute, die euch explizit gefragt haben oder bezahlt haben, oder halt jeder. Ich mache es jetzt erstmal auf Autor, weil ich will sie noch weiter bearbeiten. Dann könnt ihr angeben, falls ihr sagt, okay, jemand anders darf sie noch nutzen. Gibt es irgendwelche Regeln? Gibt es halt verschiedene Sachen, die man halt erlauben kann. Wie zum Beispiel, darf sie für irgendwas Gewalttätiges benutzt werden? Wird wahrscheinlich eher auf so ja, Shooterspiele und so weiter sich beziehen, aber man weiß ja nie. Sagt ihr, ich bin mit Gewalt okay, ich erlaube das, klickt den Haken. Sagt ihr, nee, dann halt nicht. Darf sie für irgendeinen sexuellen Content genutzt werden?
Ja oder nein? Erlaubt oder nicht? Erlaubt anhaken, nicht erlaubt, nicht anhaken. Darf sie kommerziell genutzt werden? Sprich, darf jemand sie benutzen, um halt damit Geld zu verdienen? Sprich, darf damit halt Video gemacht werden, darf damit Foto gemacht werden und der Gegenüber darf damit Geld verdienen? Ja oder nein? Da kann man halt bei Sonderregeln noch eine URL anlegen, sprich, ihr habt irgendwo eine Website oder so weiter, wo festgelegt ist, okay, das und das und das und da. Hier unten gibt es halt nochmal einen extra Haken für Lizenzen. Es gibt halt nochmal spezifische Lizenzen. Da müsst ihr euch am besten durchlegen, welche jetzt was macht. Ihr könnt halt sagen, ja, keine Weiterverbreitung erlaubt, also aber absolut verboten, darf man nicht machen. Könnt ihr das hier anklicken. Dann gibt es halt das niedrigste Copyright, wo halt einfach ist, ja, eigentlich gibt es da gar keine Regelungen. Es ist frei verfügbar für alle, jeder darf es nutzen. Und hier ist dann halt diese Version, wo dann halt der Nutzer genannt werden muss. Also hier ist komplett egal. Und hier wird dann halt, ja, nenne die Quelle, wer hat es erstellt. Und dann hier habe ich jetzt nicht so wirklich auswendig den Durchblick. Meistens nutze ich diese oder diese. Ja, meistens tatsächlich diese, man muss mich einfach nennen bei den meisten Modellen, dann ist okay. Also bei den meisten öffentlichen Modellen, bei den privaten sind nur für mich. Und auch wenn es halt Sonderrechte gibt, wie zum Beispiel, ihr habt einen Auftrag oder so weiter, dann könnt ihr sagen, okay. Hier packt ihr nochmal einen Link rein, wo drinne steht, okay, dieses Modell ist allein für Schlag mich tot, die Person. Dann halt, okay, wir wollen es exportieren. Wohin? Ich habe einen eigenen Ordner für meine virtuellen Charaktere. Da kommt Vanessa auch dazu. Und dann wollen wir mal gucken, ob alles funktioniert hat. Ich sehe gerade, ich bin noch die ganze Zeit mit dem Rücken zu euch, ich bin unhöflich. Egal, ich lasse es jetzt so. Pech gehabt, ihr seht mich nur von hinten. Und zack, ja, hat funktioniert, alles funktioniert wunderbar. Fingerchen funktionieren. Mund wird getrackt, Augen werden so halbwegs, also Kopfbewegungen werden getrackt, aber es liegt wahrscheinlich einfach mehr am Programm. Ich habe mich zu viel bewegt. Mal wieder kalibrieren. Ja, jetzt funktioniert das auch alles wieder. Wunderbar, alles funktioniert. 1A. So, jetzt haben wir es auch schon geschafft. Unser Modell ist exportiert. Es funktioniert alles, wie es soll. Ja. Das Video war halt doch schon ein bisschen länger, wie es eigentlich geplant war, aber ich wollte halt einfach alles mit euch durchgehen. Ich wollte jetzt keine Staffeleien wieder machen und ich bin halt nicht gut daran, wenn es darum geht, mich kurz zu fassen. Ich schweife auch dezent gerne mal ab, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. So, das war jetzt halt die Basis. Man kann halt natürlich ein bisschen mehr machen. Gerade mit den Freehand Brushes kann man halt sehr viel machen. Ich hatte es ja schon mal angeteasert, Tierohren und Tierschweife. Man kann aber auch zum Beispiel Flügel oder Brillen auch so wunderbar damit machen, aber alles halt zu seiner Zeit. Das machen wir dann halt nach und nach in jedem Tutorial. Eine Sache möchte ich euch noch ans Herz legen, gerade wenn ihr halt nur mit ReWorld arbeitet und halt nicht mit Blender oder Maya zusätzlich, schaut euch unbedingt Unity an. Das könnt ihr halt, damit könnt ihr halt sehr viel noch reißen. Ihr könnt halt verschiedene Sachen zu eurem Charakter hinzufügen, verschiedene Hüte oder so weiter, die ihr euch runtergeladen habt. Oder später braucht man halt auch Spawn-Rate-Tool, um halt, ja, besagte Röhrchen, Brillen und so weiter halt an die richtige Position zu bringen. Wie gesagt, schaut euch das Tutorial an. Ich werde es natürlich in der Endcard verlinken, in der Infobox auch nochmal. Ja. Und dann, ja, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Auf Wiedersehen!